Und nun kommen wir zum Titelverteidiger, the champion, the reigning and defending champion, coming from Landshut. Ladies and gentlemen, herzlich willkommen, welcome in der Dortmunder Westfalenhalle, Simon El Matador, Sachenhuber. Der Kampf wird präsentiert von LIB Box Promotion. The Fight is presented by LIB Box Promotion. And very special thanks to Senator H.C. Lucker Inhalte. And now the officials for tonight, the offiziellen IBF official, Tony Tiberi from Luxembourg. BDB delegated Arnold Golger. Technical director Hagen Döring. And now the judges, die Punktrichter. From Germany, Peter Milord. Also from Germany, Caroline Pütz. And from France, Amma Zakraoui. And the man in charge of the ring, coming from Belgium, Jean-Pierre Van Imschoots. Madame und Herren, ladies and gentlemen, and now it's time for the boxers. Der Boxer in der blauen Ecke ist 21 Jahre alt, 1,71 Meter groß, 72 Kilogramm schwer. The Boxer in the blue corner is 21 years old, 1,71 Meter, 72 Kilogramm, 10 Fights, 8 Victories, 3 by the way of knockout. 10 Kämpfe, 8 Siege, 3 davon durch K.O. In seiner Ecke, in the corner, his coach, Jürgen Hinger, Christian Fallenbüchel and Manuel Earl, boxing for Home of Champs Karlsruhe. Herzlich willkommen, welcome to Dortmund, Maurice Marcel Morio. Sein Gegner in der roten Ecke, the boxer in the red corner, is 23 years old. 1,84 Meter, 71,5 Kilogramm, 23 Jahre, 1,84 Meter, 71,5 Kilogramm. Seine Kampfbilanz, the Fight Stats, ungeschlagen, undefeated. 15 Fights, 15 Victories, 8 by the way of Knockout. 15 Kämpfe, 15 Siege, 8 davon durch Knockout. Er tritt an für Fächersport mit Promoter Wolfgang Fahrer. Meine Damen und Herren, er ist der ungeschlagene IBF Junioren Middleweight Weltmeister. He's the undefeated and reigning IBF Youth Middleweight World Champion. In the corner, his coach, in seiner Ecke, der Trainer, Conny Mittermeier und Cutman Markus Schwer. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, the champion from Landshut, Germany, Simon Matador, Sachenhuber. Kampf ist angesetzt auf 10 Runden, 10 Rounds of Boxing. Die Boxer zur Mitte der Boxes, to the set. Good few in the dressing room, but give you now the last instructions. No low blows. Watch out from your head. And I want a clean and a fair fight. Good luck. Shake hands, we can start fight. Thank you.
der Mann, der einiges an Ruhe reinbringen kann, wenn hier vielleicht doch ein bisschen die Emotionen noch überkochen sollten beim Matador und bei seinem Gegner Jean-Pierre van Imschoot. Sehr erfahrener Referee. Das hat man gerade auch gehört, die letzten Instruktionen. Also da hat sich der Boots ja beinahe nochmal um ein paar Schläge senken lassen. Simon Zach nun bei Titelverteidigung. Maurice Morio. Wie geht man mit so einem Rematch um? Jetzt war der erste Kampf einigermaßen deutlich. Und danach gibt es hier die Neuauflage und die Frage, wen belastet das mehr? Zachanuba, der vielleicht versuchen wird, noch besser auszusehen, noch mehr Runden zu gewinnen, noch deutlicher den Kampf zu gestalten. Und ist das hilfreich dann auch für die Psyche? Oder Maurice Morio, der sich möglicherweise da einiges vorgenommen hat, andere Dinge auszuprobieren, das was im Kampf 1 eben nicht so gut funktioniert hat. Die Gefahr natürlich immer, wenn man denkt, auch den ersten Kampf habe ich locker für mich entschieden, dann hat das häufig schon dazu beigetragen, dass man für Kampf 2 vielleicht nicht mehr ganz so früh aufsteht, um die Runden zu drehen. Ein klein wenig weniger macht, weil es ja so gut lief in Kampf 1. Bei Zachenhuber, das sagt auch sein Trainer Conny Mittermeier, müssen wir uns diese Sorgen nicht machen. Ein fleißiger Sportler, der das alles sehr, sehr ernst nimmt, der weiß, dass man da viel investieren muss. Da geht er auch mit der Führhand. So kann man das Ganze mit der rechten Führungshand dominieren. Das geht hinterher, die Deckung bei Zachenhuber steht sehr gut. Gute Beinarbeit hier beim Ausweichen. Schön. Die Lücke am Körper, kommt die Führung rein. Also das ist schon mehr als nur dieses Abtasten, von dem man immer so spricht. Die beiden brauchen das ja auch nicht mehr. Die haben sich schon abgetastet im ersten Kampf. Klasse. Boah, gut. Sehr stark die Führung durchgebracht. Ja, man kann anhand der Aktionen, wenn man so ein bisschen rüberschaut, auf Conny Mittermeier auch immer sehen, was da im Training diesmal besonders studiert wurden. Und genau diese Variable mit der Führhand, die man dann noch mal etwas anders und etwas härter ins Ziel bringt als zweite Absicht. Wird dabei gewesen sein, da hat er gerade hocherfreut applaudiert. Gute erste Runde für den Weltmeister Zachenhuber. Der zufriedene
Gesichter in der Ecke von Simon Zackenhuber, aber auch bei Maurice Morion. War da alles in Ordnung? Ja, die Führhand einsetzen. Natürlich weiß er selber. Er muss eine Menge arbeiten, er muss mehr tun. Der Mann aus Worms, der junge Mann aus Worms, 21 Jahre alter, ranzukommen, die Führhand zu vermeiden und dann selber Treffer ins Ziel bringen zu können. Im Grunde müsste die Taktik kein großes Geheimnis sein. Die Umsetzung ist halt so unglaublich schwer. Tanzen. Wenn man da so ein bisschen in der Historie blättert, natürlich gibt es eine ganze Reihe von Boxern, die das in ihr Trainingsprogramm früher oder später integriert hatten. Ballett natürlich immer wieder gerne genommen. Evander Holyfield, der sagt, ohne diese Beinarbeit hätte er dann die großen Kämpfe gar nicht liefern können. Andere haben schon vorher angefangen. Sugar Ray Robinson, der vielleicht beste Boxer aller Zeiten, sogar in einem Broadway-Musical mitgetanzt. Also der hatte da durchaus besondere Qualitäten. Aber auch Lomachenko übers Boxen zum Kampfsport gekommen. Und wenn wir schon beim Kampfsport sind, dann ist das Thema Bruce Lee auch immer nicht weit. Meister Hongkongs in Cha-Cha-Cha. Also, die Liste lässt sich mit illustren Namen fortführen. Die Führung von Morio, wenn er sie schlägt, kommt dann über die Deckung von Zackenhuber. Das heißt, da ist keine Wirkung dahinter. Das bringt im Grunde nicht sonderlich viel. Und dann Möglichkeiten eröffnen sich auch wenige. Und das ist wichtig, wenn sich Simon Zackenhuber macht. Zweimal hintereinander die Führhand zu schlagen und dann noch die Rechte hinterher zu bringen. Genau das ist die Variante, wie man dann den Volltreffer vorbereiten kann. Und so hat das hier gemacht in Runde 2. Noch so 20 Sekunden, wenn er denn gleich nochmal wieder weitermachen darf. Van Imschot schaut. Ja, gibt den Kampf nochmal frei. So, 15 Sekunden. Was macht er draus? Nochmal kurzer Haken und Kopftreffer. Kopfzeichen in den letzten Sekunden der Runde, aber Kopfzeichen hört Morio sowieso. Schon und würde gerne, und der andere hatte noch den Eisbeutel am Auge oben drauf und man versucht ihn wieder vorzubereiten auf die dritte Runde. Aber das war natürlich absolut das Gegenteil von dem, was man sich vorgenommen hatte. Ist er stehen geblieben, Maurice Morio, dass die Führhand zweimal kassiert, dann kam die Schlaghand durch und als er weggehen wollte, hat er gemerkt, die Beine wollen nicht so, wie er das will. Wie schnell kann man sich davon wirklich wieder erholen und wie sehr hängt das immer noch natürlich auch im Hinterkopf. Er wollte so viel anders machen. Aber auf einmal sitzt man dann auf dem Hosenboden und kann sich schon ausrechnen. Puh, das wird nach Punkten noch schwerer, als es ohnehin schon geworden wäre. Jetzt die Zuversicht irgendwo wiederzufinden. Ja, die Hauptaufgabe. Da
versucht den Haken von oben runter ins Ziel zu bringen. Vorbild Golovkin, dann der kurze Haken, hat ihn da gut hingestellt und er trifft auch da gut, weil er die Deckung knacken kann mit diesem Haken à la Gennady Golovkin. Und dann wird er hart getroffen und das Handtuch fliegt aus der Ecke von Maurice Morio, der da stand, der nicht weg konnte, der nicht wusste, wie kann ich diese Treffer, wie kann ich diese Aktion auch nur irgendwie verhindern. Und Zachenhuber hat dann gemerkt, das ist meine Möglichkeit, genau hier muss ich dranbleiben, der Matador. Also mit dem Tanz des Matador, aber dann im entscheidenden Moment eben auch da zu stehen und zu wissen, jetzt habe ich ihn. Stark. Das ist wichtig, dass man in so einem Kampf dann die Veränderung sieht, die Verbesserung sieht zum Kampf vorher. Und das war nun mal absolut offensichtlich und gut. Da kommt jedes Mal im Training anscheinend noch eine Menge obendrauf. Klasse gemacht. Ausgearbeitet. Und das sind Schläge, die man nicht ganz so häufig sieht. Wie gesagt, Gennady Golovkin hat das mal vorgemacht. Dann kommen häufig so Fragen, darf man das? Aber natürlich darf man das. Und er hat die Deckung so geknackt. Und wenn man was Überraschendes anzubieten hat, wo der Gegner eben nicht so ganz genau weiß, wie kann ich denn da überhaupt getroffen worden sein? Hier über die Deckung rüber und dann wieder das klassische Boxer-Arsenal ausgepackt und ins Ziel gebracht. Bernd Stark. Das hat so reinfliegen. Und auch wenn das so gern gesehen wird von den Weltverbänden, man soll hier damit vorsichtig winken, weil dann der Ringrichter die Entscheidung treffen soll. Aber das ist absolut richtig so, wenn man das Gefühl hat, jetzt macht es einfach keinen Sinn mehr. Und ich habe natürlich auch keine Zeit zu verlieren als Trainer für meinen Schützling. Von daher ist der Handwurf dann doch ein absolut probates Mittel. 9. vorzeitiger Sieg, 16. Sieg insgesamt, erfolgreiche Titelverteidigung. Das sind alles schöne Zahlen, das sind alles wichtige Momente, aber vor allen Dingen diese Veränderung zu sehen, diese Verbesserung förmlich spürbar zu machen von Kampf 1, der noch nicht allzu lange her ist, zu Kampf 2. Das ist die besondere Situation für Conny Mittermeier und sein Team, der zufrieden sein wird und natürlich auch sehr zufrieden sein kann, nicht nur einen Plan gehabt zu haben, sondern dann auch feststellen zu können, der Plan war nicht nur gut, sondern er hat auch funktioniert und der Boxer kann das umsetzen und er hört auch auf das, was da aus der Ecke gesagt wird. Das sind wichtige Grundlagen, das ist das Rüstzeug, um dann eben auch als Team weiterkommen zu können. Da bleibt nicht viel außer Begeisterung. Zachenhuber Blattmillion Weltmeister. Und da werden noch ein paar mehr Leute sagen, ja, Talent, das unterstreichen wir mal. Das hat er richtig gut gemacht. Meine Damen und Herren, willkommen zum Urteil für Kill und Sport. Winner. By way of the knockout in the third round after 1 minute and 15 seconds, Sieger durch K.O. in der dritten Runde nach 1 Minute und 15 Sekunden and still undefeated IBF Super Middleweight World Champion from Germany, Lanzo Simon Matador! Dass er noch einen Krampf in der Schulter jetzt kriegt. Simon, Gratulation. Mensch, das ging ja so schnell. Da stellt sich die Frage, hast du heute Abend noch einen Termin? Ja, ich denke, es wird heute noch ein bisschen gefeiert und ich muss jetzt auf jeden Fall den Eastman anfeuern.
Und jetzt möchte ich aber gerade noch den Conny Mitter meinen, denn der muss zum Istvan, der gleich den Hauptkampf hier macht, in die Kabine. Deswegen schnell noch ein Satz vom Conny, der ja eigentlich immer was zu meckern hat. Was denn heute? Ja, heute hat er es wirklich super gemacht, der Simon. Bis jetzt zufrieden. Und es war ja so besprochen, dass wir so arbeiten, ein bisschen ruhiger und mehr härtere Schläge machen und genauere Schläge. Und das hat halt super funktioniert. Dankeschön, Conny. Du bist entlassen in die Kabine. Simon bleibt noch ein bisschen hier. Simon, dann kommen wir doch mal zur Choreografie des Tanzes, hätte ich beinahe gesagt. Das war ja ein richtiger Tanz. Ja, aus deiner Sicht einfach mal zu der Entwicklung, speziell nach dem Niederschlag in Runde 2. Ja, also ich habe ihn in der zweiten Runde eben am Boden gehabt und dann weiß man natürlich auch schon, dass er angeschlagen ist. Man muss immer noch aufpassen, weil angeschlagene Boxer sind am gefährlichsten und der kann immer noch zurückkommen. Hat dann ja auch noch die nächste Runde gut angefangen und dann habe ich nachgesetzt und unser Plan ist aufgegangen. Es waren tatsächlich Schläge wie aus dem Boxlehrbuch. Kann man sowas tatsächlich ein Stück weit choreografieren? Ja, man kann es trainieren und zwar bis zur Vergasung wirklich jeden Tag. Und das haben wir gemacht. Ich hatte eine super Vorbereitung, gerade eben im Istvan Sidli. Ich glaube, auch das hat mir wahnsinnig viel geholfen, von seiner Erfahrung zu profitieren. Und das war das Ergebnis heute. Also war es tatsächlich ein richtiger K.O.-Plan im Vorfeld? Ja, ein K.O. kann man nie erzwingen, das haben wir auch unten gesagt. Aber wir haben auf jeden Fall an der Schlaghärte noch mehr gearbeitet und an der Genauigkeit, an der Ruhe. Und daran, das kann man planen und dann ist es halt im K.O. geendet. Jetzt ist Mittelgewicht eine tolle Klasse, sehr traditionell, ganz starke Leute auch da. Wie geht's jetzt mit dem Matador weiter? Ja, wie es weitergeht, werden wir sehen. Jetzt schaue ich mir erstmal den Kampf von Felix Sturm an, weil den habe ich im Auge.